Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Metzmeier-Specht und ich begrüße euch alle zum heutigen UNESCO-Welttag des Buches. Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, um euch eine Geschichte zu schenken, denn es hat sich eingebürgert international, dass an diesem Tag zum Lesen eingeladen wird. Und ich möchte heute über eine Geschichte mit euch sprechen, beziehungsweise mit Gela sprechen. Das ist nämlich die Autorin dieses Werkes, Angela Löhr, die Chefredakteurin von Lemon Days. Das Buch heißt Crazy Sexy Wechseljahre und behandelt die ausgedachte Geschichte einer Protagonistin, die aus ihrem Leben erzählt. Angela, vielleicht magst du uns kurz zur Einstimmung mal ganz knapp umreißen, was so der kurze Plot ist. Ja, also ein herzliches Hallo von meiner Seite und danke, liebe Heike, für das schöne Intro, für die schöne Vorstellung. Ja, worum geht's in Crazy Sexy Wechseljahre? Mein erstes Buch, mein Buch, Baby. Es geht um Protagonistin Moni, du hast es eben schon gesagt, und Moni durchlebt in meinem Buch die letzten 6 Monate, bevor der große runde Geburtstag kommt, nämlich die große 50. Spannende Zeit. Jetzt kenne ich ja das Buch in großen Teilen und ich kenne auch dich inzwischen ein bisschen. Verrat uns doch mal, wie viel Gela steckt denn in Moni? Aber das steckt eine ganze Menge Gela in Moni tatsächlich. Also wer mich gut kennt, der weiß das natürlich, der wird auch an vielen Stellen schmunzeln und Dinge wiederfinden, die er von mir aus Erzählungen oder tatsächlich von mir auch persönlich kennt. Es ist charakterlich sehr, sehr viel von Moni drin. Es sind viele einzelne Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen, sowieso natürlich Erkenntnisse, die ich in meinem Leben gewonnen habe, stecken viel drin. Die Umgebung von Moni, sprich Familie und Freunde, auch da wird sich ja, wird der eine oder andere was jemanden vielleicht wiedererkennen. Also gerade die Familie ist natürlich sehr eng an meine eigene Familie angelehnt. Bei den Freunden ist es so, dass das schon alles fiktive Figuren, fiktive Menschen sind, die aber natürlich Charaktereigenschaften von Menschen aus meiner Umgebung haben, ne? Weil nur darüber kann ich ja wirklich auch authentisch schreiben. Wie hat denn dein Umfeld, und da haben es ja sicher auch schon viele gelesen, auf das Buch so nach dem ersten Lesen reagiert? Weil da haben doch bestimmt viele sich auch selber wiedererkannt. Ja, sie haben sich nicht komplett selbst wiedererkannt, aber sie haben natürlich an der einen oder anderen Stelle wirklich in sich hineingeschmunzelt und mir das auch erzählt hinterher. Sie sagen, ah, guck mal, ich weiß, woran mich das erinnert. Und die Familie selbst, mein Mann und meine Söhne, die waren natürlich auch, als ich das Buch geschrieben habe, schon sehr, sehr eng bei mir. Also mit denen habe ich einiges, was ich dort erwähnt habe, was tatsächlich aus meinem und damit aus unserem realen Leben ist, auch abgesprochen und abgestimmt. Nun geht es ja um eine Frau, die in den Wechseljahren ist, ne? Und wenn man sich die einzelnen Kapitel so durchliest, sieht man doch, dass dieser Charakter sehr viele Höhen und Tiefen durchmacht. Und das ist in einer Art und Weise beschrieben, und ich kann das selber auch sagen, weil ich ja auch in den Wechseljahren bin. Das muss jemand geschrieben haben, der weiß, wovon er schreibt. Wie leicht oder auch wie schwer ist es dir denn gefallen, das tatsächlich auszubreiten, auch wenn du es quasi hinter einem fiktiven Charakter versteckt hast, weil es ja doch auch sehr persönliche Erfahrungen sind, über die du da schreibst? Ja, an dieses persönlich über mein eigenes Leben und über meine eigenen Wechseljahre und damit auch über, ja, über auch mentale Zustände beispielsweise, die man so durchläuft, zu schreiben. Also das habe ich mir schon so ein bisschen während des Schreibens fürs Magazin antrainiert, ehrlich gesagt. Lemon Days gibt es ja seit 5 Jahren schon mittlerweile. Und da bin ich ja auch schon damals vor 5 Jahren mit sehr persönlichen Artikeln eingestiegen, die tatsächlich auch
komplett authentisch sind. Deshalb war die Hürde, darüber ein Buch zu schreiben, gar nicht so groß, sondern es war für mich eher die Frage, wie ich das so verpacken kann. Und so ist eben auch Moni entstanden als Protagonistin, dass ich tatsächlich nicht nur meine Erlebnisse und Erfahrungen dort einschließen lasse, sondern dass ich es ein bisschen breiter machen kann vom Spektrum, einfach weil ich in den 5 Jahren mit so vielen Frauen gesprochen habe und so viele Briefe und E-Mails bekommen habe durch meine Arbeit eben mit Lemon Days, dass ich da unbedingt auch noch mehr Facetten zeigen wollte. Und so ist eben auch wirklich Moni entstanden und sind all die fiktiven Figuren ringsherum entstanden, sodass ich den Eindruck hatte, da mehr transportieren zu können. Und deshalb habe ich es auch tatsächlich, auch wenn ich in der Ich-Form geschrieben habe, also ich bin in Moni hineingewachsen und damit auch, vielleicht kann ich sagen, so ein Stück weit während des Schreibens mehr zu Moni geworden, als dass ich ich war. Okay, spannend. Ja, aber ich finde, das ist ein toller Ansatz auch zu sagen, ich nehme sozusagen das Feedback oder das, was auch zurückgekommen ist von der Lemon Days Community damit rein, weil es damit dadurch auch noch authentischer wird, ne? Und einfach mehr, wie du sagst, mehr Facetten bekommt. War das jetzt einer der Gründe, warum du überhaupt gesagt hast, du möchtest über die Wechseljahre jetzt auch noch ein Buch schreiben? Weil du hast gerade erwähnt, du betreibst das Online-Magazin für Frauen 40 plus, die mit Lemon Days seit über 5 Jahren. Da hast du ja natürlich auch einen großen Raum und auch eine große Community, mit der du manchmal auch sehr direkt kommunizieren kannst. Also warum jetzt ein Buch? Ein Buch zu schreiben ist tatsächlich ein Lebenstraum von mir, den ich wirklich schon ewig hatte. Ich wollte als Kind schon ein Buch schreiben. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten gewesen zwischendurch. Aber es kam, je mehr ich wieder selbst tatsächlich auch geschrieben habe, für Lemon Days geschrieben habe, kam das schon auch immer mehr wieder hervor. Und dann kam ja der Verlag auf mich zu, also der Trias Verlag kam ja tatsächlich auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da auch wirklich zu dem Thema ein Buch zu schreiben und eben auch genau in diesen, wie Sie selbst fanden, in diesem frischen, optimistischen Schreibstil, den ich auch im Magazin nehme. Und das war natürlich eine sehr glückliche Fügung und ich habe die Idee, den Vorschlag gerne angenommen. Das glaube ich. Jetzt ist es ja so, ich schreibe ja auch manchmal und weiß aus der eigenen Erfahrung, dass wenn man sich so in den Schreibfluss begibt, dass sich manchmal während des Schreibens auch Themen für einen selber erklären. Hattest du irgendwann mal beim Schreiben dieses Buches auch den Punkt, wo du quasi während des Schreibens so einen Aha-Moment hattest und dachtest, ah, so war das eigentlich? Ja, ich habe da verschiedene Erfahrungen machen dürfen tatsächlich. Also zum einen habe ich lernen dürfen, dass sich Geschichten tatsächlich von selbst schreiben, was ich mir nie vorstellen konnte. Also nicht das ganze Buch, das wäre natürlich ein Traum gewesen, aber so einzelne Episoden, die sich dann tatsächlich verselbstständigen und wo ich beim Schreiben gar nicht mehr nachdenke, was ich denn da jetzt als nächstes schreibe, ja, dass ich da so eintauchen konnte und so tief in der Geschichte drin war, dass es mich quasi geschrieben hat. Also das gab es, das war für mich eine neue und auch eine ganz tolle Erfahrung. Und das Zweite war dann auch, dass ich auch Themen entwickelt haben noch. Ne? Es gab natürlich ein Konzept vorher, aber so in den einzelnen Kapiteln ist natürlich ganz viel Gestaltungsfreiraum. Ne? Also die Geschichte ist ja nie, so ein Plot ist ja nie von vorne bis hinten irgendwie fertig und man formuliert dann nur noch aus, sondern die Geschichte muss ja leben und damit wächst sie und entwickelt sich. Und es gab tatsächlich auch ein Kapitel, es gab mehrere kleine Episoden, aber auch ein Kapitel, als ich das dann geschrieben hatte und das selbst mir angeschaut hatte, da war ich dann auch selbst ein bisschen so, oh wow, das ging jetzt tatsächlich nochmal viel tiefer, als ich das vorgehabt hatte oder als ich es mir vorher vorgestellt habe. Und das war das Kapitel, das ist ein Kapitel, das nennt sich Miese Petra oder Strahle Susi.
Da geht es so um, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, so ein bisschen wirklich um die Stimmungen, um die Stimmungsschwankungen auch, die sich aber auch, du hast es gelesen, ja, an vielen anderen Stellen im Buch wiederfinden, einfach weil die sind ja nichts, was irgendwie in einem Kapitel da ist und dann nie wieder, vorher nicht und nachher nicht, sondern natürlich sind sie irgendwie auch immer präsent. Und da ging es aber wirklich explizit darum, sich damit auseinanderzusetzen. Also Moni hat sich dem dann auch angenommen und Moni hat sich auf eine Auszeit begeben. Es ist das erste Mal in ihrem Leben eine Auszeit so ganz für sich alleine unternommen und trifft da auf eine andere Frau, die ganz anders ist als sie selbst, die bunter ist, die lauter ist, die selbstbewusster ist, auch aber ihren eigenen Weg hinter sich hat, ihre eigene Erfahrung hinter sich hat. Und in dem Kapitel ist Moni dann, fand ich, auch unglaublich gewachsen tatsächlich und eben anders, als ich das vorher gedacht hatte. Also viel, viel, viel mehr. Also das war ein so ein Kapitel, wo man dann auch als Autorin merkt, da steckt auch selbst vielleicht noch viel zum Selbst für mich weiter bearbeiten. Ne? So, dass das ein Thema ist, was mich tatsächlich auch vielleicht noch mehr selbst beschäftigt und berührt, als vielleicht das ein oder andere Thema, was auch dazugehört und auch, ich denke, intensiv behandelt wurde. Aber da merkt man so, das ist das, was du fragtest, ne? Ob das was mit einem macht und was das mit einem macht. Ja, es ist ja kein klassisches Wechseljahresbuch, ne? Weil da würde man erwarten, ein Kapitel über Vitamine und eins über Ernährung und eins vielleicht über psychologische Folgen. Es ist ja nun ganz anders erzählt. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass du, dass du eine Kernbotschaft hast, die du mit dem Buch rüberbringen willst, ja? Die auch mit der Evolution dieses Charakters zu tun hast. Was ist denn sozusagen dein größtes Anliegen mit dem Inhalt dieses Buches? Also Crazy Sexy Wechseljahre. Ich habe den Wunsch, mit Crazy Sexy Wechseljahre Frauen anzuregen, sich mit dieser Lebensphase positiv auseinanderzusetzen, sich liebevoll sich selbst zu nähern in dieser Phase, wo man sich jeder, der da, also viele kennen das vielleicht, die sich auch das jetzt hier, unser Interview anschauen, in dem man sich manchmal einfach auch selber nicht mag, ja, aber da trotzdem liebevoll mit sich zu bleiben und trotzdem diese ganze Umstellung anzunehmen als das, was es ist, nämlich einfach ein natürlicher Vorgang und viel mehr zu schauen, was kann ich da Positives herausziehen, ja, also wie kann ich mich unterstützen natürlich, wie kann ich gut mit dem, was da körperlich und auch mental auf mich zukommt, umgehen, das ist ja bei jeder Frau sehr, sehr unterschiedlich, auch unterschiedlich in den Ausprägungen, in der Stärke und ja, dann da gut gestärkt und vor allem eben mit diesem positiven Mindset so in die, ich sage mal, in die zweite Lebenshälfte zu gehen, ja, so der Buchtitel heißt Crazy Sexy Wechseljahre, dein Start in die spritzigste aller Lebensphasen, ja, und das eben auch so anzunehmen, ne? Dinge loszulassen, die Jugend loszulassen, ja, weil wir sind nicht mehr jung. Es ist einfach so, es klingt im ersten Moment, wenn man das so hört und auf sich wirken lässt, klingt das hart und auch das erste Mal, wenn man das ausspricht, klingt das hart, finde ich. Aber je mehr man sich damit beschäftigt und aber eben positiv beschäftigt, ja, nicht mit sich hadert, mit irgendwelchen Dingen, die jetzt waren oder nicht waren oder so, sondern da so herangeht, dass man sagt, so. Jetzt die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, wie viele auch immer, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ja, also sich wirklich das Leben so gestalten, wie man das möchte. Also das als Aufrüttler zu nehmen, so
die meisten Menschen brauchen ja irgendwie so einen Aufrüttler, um mal zu reflektieren, ob sie eigentlich das Leben leben, was sie sich wünschen, ja, oder ob sie da vielleicht mal was dran ändern wollen. Und für mich persönlich waren die Wechseljahre so ein Aufrüttler, ne? So ein, im Vergleich zu anderem natürlich relativ sanfter Aufrüttler, würde ich mal sagen. Aber einer, worüber ich letztendlich auch dankbar bin, ja, dass ich dadurch, glaube ich, einfach viel die Chance gesehen habe, mich mit mir und meinem Leben zu beschäftigen und eben zu schauen, was will ich denn weiter haben in meinem Leben? Welche Träume schlummern denn da noch, die ich noch nicht verwirklicht habe, vielleicht auch zwischendurch mal vergessen hatte? So, das ist so meine Botschaft, die ich ja auch mit Lemon Days, aber auch mit diesem Buch gerne in die Welt tragen möchte. Jetzt ist es natürlich zum Launch dieses Werks ein bisschen verfrüht, vielleicht das zu fragen, aber das hat sich jetzt natürlich aufgedrängt, wenn du sagst, das ist der Start in die spritzigste Phase, frage ich mich natürlich, Moni macht ja dann sicher auch noch eine weitere Entwicklung durch, also gibt es vielleicht eine Fortsetzung irgendwann? Oh, ich muss gestehen, da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Also ich schließe es mal nicht aus, ne? Wie du sagst, klar, Moni entwickelt sich ja auch weiter. Mal schauen, was da so kommt. Ja, und mal gucken, was für Feedback du kriegst. Vielleicht möchte dein Publikum ja auch sehr gerne, dass es weitergeht. Das würde ich mir wünschen. Lass uns nochmal bei dem Format bleiben, weil das ist ja was nicht so gewöhnlich ist. Ne? Es nennt sich Ratgeberroman. Beschreib nochmal, was die Leserin erwartet in diesem Buch. Ja, also es ist ein relativ neues Genre. Der Verlag bezeichnete es als erzählender Ratgeber oder wie du sagst auch Ratgeberroman. Und das ist nicht ein Ratgeber, in dem ich das Thema Hitzewallung habe und dann erkläre, wo sie herkommen und Tipps gebe, wie ich damit am besten umgehen kann. Sondern es ist ein Ratgeber, der eine komplette Geschichte enthält, nämlich Monis Geschichte, die sich da wie ein roter Faden durchzieht. Und in diese Geschichte sind natürlich sowieso schon Tipps enthalten, die man beim Lesen der Geschichte mitnehmen kann. Und diese Tipps sind, also teilweise sind dann Tipps noch herausgearbeitet, die dann, wenn ich das mal einmal zeigen kann, die hier noch so extra auch abgesetzt sind, die nochmal so Gedankenanregungen sein sollen. Und am Ende der Kapitel ist jeweils eine Übung, ich blätter hier gerade, deshalb schaue ich nach unten, ist immer eine Übung, die das vertieft, worum es ging. Ja? Das sieht dann so aus. Also da zum Beispiel das Thema Dankbarkeitstagebuch ist da, wie legt man sowas an, wie macht man das, wofür ist das gut? Ja, das Ganze aber, wie gesagt, eingefasst in eine Geschichte, die, so mir gesagt wurde, recht kurzweilig zu lesen ist, die Spaß macht zu lesen, ein bisschen die Schmunzler hervorholt. Vielleicht, du hast auch gesagt, du erkennst dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder. sodass es ein anderes Lesen ist, als man das sonst von einem Ratgeber gewohnt ist. Mhm. Lass uns bei dem Schreiben noch ein bisschen bleiben, denn du bist ja nicht nur die Herausgeberin und Chefredakteurin von Lemon Days, du bist auch Schreibcoach. Ja? Also bin ich ganz sicher, uns hören auch Menschen zu, die sich dafür interessieren, einfach aus dem schreibenden Aspekt heraus. Du hast es vorhin eigentlich schon verraten, der Verlag ist auf dich zugekommen. Du hast ja nicht einen Verlag gesucht, sondern Trias hat dich gefragt, korrekt? Ja. Hast du rausgefunden, wie die auf dich gekommen sind?
Ja, über Lemon Days tatsächlich. Okay. Sie wollten ein Buch über die Wechseljahre. Trias ist ja der große Ratgeberverlag von Thieme, von dem deutschen großen Medizinverlag. Und sie wollten einmal etwas anderes Buch über die Wechseljahre herausbringen, und sind dann bei ihren Recherchen auf Lemon Days gestoßen und deshalb zu mir gekommen und mich gefragt, ob ich Lust hätte. Ja. Okay, das heißt aber, du hast von Anfang an im Prinzip eine Deadline gehabt, weil der Verlag hatte ja wahrscheinlich gesagt, wann er dieses Buch gedenkt zu veröffentlichen. Wie bist du denn damit umgegangen, zu wissen, kannst jetzt nicht in deinem eigenen Flow bleiben, sondern du musst bis dann und dann dieses Manuskript geschrieben haben? Ja, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Da bin ich es allerdings gewohnt, aus meiner anderen Tätigkeit auch als Texterin, Deadlines zu haben. Also ich komme grundsätzlich mit Deadlines ganz gut klar, obwohl das bei einem so großen Projekt und dem allerersten Buchprojekt auch tatsächlich schon ein bisschen was anderes ist, ne? Also die Frist, die ich hatte das Konzept ist fertig, der Vertrag ist geschlossen, jetzt ist Zeit, das Manuskript zu schreiben, bis es dann abgeliefert werden sollte, waren 6 Monate. Das ist ein guter Zeitraum dafür, finde ich so im Nachhinein. Und das ist aber auch ein so langer Zeitraum, in dem man sich dann schon auch disziplinieren muss, ne? Um nicht, also ich habe am Anfang auch geschoben. Ich habe dann noch weiter am Konzept gesessen, obwohl es eigentlich schon stand. Und habe mich schon um den Anfang so ein bisschen gedrückt. Also habe mich nicht am ersten Tag hingesetzt und gesagt, so jetzt hier Kapitel 1, ich schreibe jetzt los, sondern habe mich gedanklich auch so ein bisschen herangetastet, wie mache ich das denn? Und habe dann aber gemerkt, dass das gedanklich einfach nicht funktioniert, sondern dass ich es machen muss. Ja, dass ich mich einfach hinsetzen muss und schreiben muss. Und das ist in den ersten Wochen dieser 6 Monate, hat man ja Zeit, ne? So, da ist dann so, okay, schreibst du heute, nicht schreibst du morgen, und wenn gerade mal nichts lief, wenn es gerade mal so ein bisschen stockt oder so, ja, okay, dann wieder weggelegt, sind ja genug andere Dinge noch zu tun. Das ist ja nicht so, dass ich in diesen 6 Monaten nur das Buch zu schreiben getan hätte. Sondern alles andere lief ja auch weiter. Ich konnte ja da nichts zurückstellen oder so. Ja, und dann wurde das zum Ende hin schon, also wenn man die Deadline dann auf sich zukommen sieht, dann macht das schon Druck auch. Aber letztendlich ist es ja so, dass, also die meisten kriegen es ja mit einer Deadline dann auch einfach hin, ne? Also zum Ende passt es dann einfach auch. Und so, also, ja, die Konzentration auf das Buch wurde dann immer größer. Also das musste einfach irgendwann sein. Ich habe dann erkannt, dass ich schon irgendwie andere Dinge auch zurückstellen muss, sonst kann ich mich nicht so auf das Buch konzentrieren. Das war in der ersten Zeit so ein bisschen so ein Herantasten. Und dann war das aber schon ziemlich klar. Ja. Du sagst, du bist ein sehr planerischer Typ, also du hast das Projekt erstmal skizziert, aber du hast vorhin, als wir über die Inhalte gesprochen haben, auch gesagt, es ist schon so, dass sich Teile davon so fluide entwickeln mit dem Schreibprozess. Wie kriegt man denn das zusammen, dass du dann nicht irgendwie sozusagen inhaltlich im kreativen Schreiben abdriftest von dem, was eigentlich dein ursprüngliches Konzept war, oder gab es die Gefahr nicht? Doch, weil das kriegt man gar nicht zusammen. Okay, dann du dann. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der beim Schreiben einen Plan braucht, um intuitiv schreiben zu können. Okay. Also, so ein Plan, also ich habe ja vorher ein Konzept entwickelt und auch mit dem Verlag abgestimmt. So, das macht man ja auch miteinander, damit das, also ich bin da auch sehr, sehr dankbar gewesen. Also ich habe den Verlag da auch wirklich gefragt, wie sie das finden, weil die natürlich die Erfahrung haben, ja, eine Erfahrung haben, die ich nicht habe. Und so haben wir uns dann auf ein Konzept geeinigt, was da stand. Und natürlich war dann damit auch ein Plan verbunden, wie ich das dann umsetzen konnte. Auch die Kapitel waren grob geplant.
Nur beim Schreiben merkt man dann, dass das so nicht so hundertprozentig funktioniert, ne? Sondern dass es wirklich fließen muss, damit die Geschichte eben auch so wird, dass man sie auch lesen mag. Ja? Also um Moni und ihr Familie und Freunden Leben einzuhauchen, ja, das funktioniert nicht nach Plan. Also ich glaube, das kann auch jeder Autor, jede Autorin sagen, dass da viel künstlerische Freiheit auch dabei sein muss. Das braucht es einfach. Und eben auch die Freiheit, auch so einen Plan mal zu ändern oder auch mal ganz zur Seite zu legen, um es eben einfach fließen zu lassen. Aber einen Plan zu haben ist, also das ist für mich beim Schreiben, und ich merke das auch immer bei den Autoren, die ich trainiere, einen Plan zu haben ist gut, weil einen Plan zu haben gibt Sicherheit und gibt mir erstmal das Ziel, wo ich hin will, oder auch den nächsten Schritt vor. Aber meinen Plan, mir bewusst zu sein, dass ich meinen Plan auch ändern kann, dass ein Plan auch flexibel sein kann, hilft einfach ungemein, um dann wirklich in den Flow zu kommen, um dann wirklich auch intuitiv und frei schreiben zu können. Viele Schriftsteller kennen ja das Thema Schreibblockade oder dass man plötzlich anfängt, an seinen Inhalten zu zweifeln und denkt, warum schreibe ich das überhaupt? Das ist doch schon 100-mal geschrieben worden. Ja, interessiert es überhaupt irgendwen? Wie bist du denn, hast du solche Phasen überhaupt durchgemacht? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also was ich mich immer wieder zwischendurch gefragt habe, ist, ob ich überhaupt ein Buch schreiben kann tatsächlich, weil ich habe noch nie vorher ein Buch geschrieben und ich hatte keine Ahnung vom Buchschreiben. Ja, ich kann dir erzählen, wie man Texte für Unternehmensseiten oder Broschüren schreibt, und ich kann dir erzählen, was zu guten Blogtexten gehört. Aber ich habe noch nie ein Buch geschrieben gehabt, und insofern kam da schon immer wieder auch eine Unsicherheit hoch, ob meine Art zu schreiben dafür geeignet ist und ob ich so, wie ich es jetzt es ist ein bisschen anders geschrieben als, es ist ein ganzes Stück anders geschrieben, als ich Blogartikel schreibe. Und ja, ich habe auch viel darüber gelesen, wie man Bücher schreibt und wie man Ratgeber schreibt und so. Aber es blieb schon lange so eine Restunsicherheit dabei. Und ich war dann sehr gespannt auf die Arbeit mit der Lektorin. So, das war dann für mich, wenn die das kriegt, auch so ein bisschen so, oh Gott. Wer weiß, was sie sagen wird. Und als die, also es war eine sehr, sehr große Erleichterung, als die dann ziemlich schnell zurückmeldete, ach, das ist ja easygoing mit ihrem Manuskript. Das ist ja ganz toll. Also da ist mir schon ein großer, großer Stein vom Herzen gefallen, ja. Sehr schön. Du hast es eben schon mal angesprochen, es ist was anderes, einen Blogartikel zu schreiben als ein Buch. Kannst du mal benennen, was es genau ist, was das Buch anders oder vielleicht auch herausfordernder macht? Also es ist zum einen natürlich sehr viel größer, es ist sehr viel umfangreicher. Es erfordert viel Energie und Durchhaltevermögen, Disziplin letztendlich auch, um da dran zu bleiben. Diese, wie du auch sagst, so Höhen und Tiefen, wenn ich auch keine kompletten Schreibblockaden oder so hatte, aber dieses auch immer wieder an sich selbst zweifeln, kommt natürlich in so einem Prozess dann eben auch hoch. Das ist natürlich mehr Herausforderung. Und beim Schreiben eines Blogs hat man ja, was das Schreiben angeht, so eigentlich jedwede Freiheit heute, ja. Also man darf Grammatikregeln brechen, man kann, es ist gut, kurze, knackige Sätze zu schreiben, braucht aber auch längere Passagen, um Dinge zu erklären und so. Also so ein Blog unterliegt zwar auch gewissen Gesetzmäßigkeiten und eben ganz anderen als so ein Buch, aber trotzdem ist im Blog, habe ich so den Eindruck, kann ich viel mehr machen, was mir gerade einfällt. Also so ein Buch braucht so auch in der Schreibe zum einen eine Stringenz einfach über das ganze Buch auch. Und so das, was ich eben vom Bloggen kenne und was ich auch natürlich so in
auch mir angewöhnt habe durch das Blocken, diese kurzen, knackigen, teilweise auch abgehackten Sätze oder so. Also da habe ich schon selbst beim Schreiben gemerkt, dass ich das da anders machen muss, dass das da nicht funktioniert. Ne? Nun lese ich selbst auch sehr viel und konnte dann eben auch immer mal vergleichen oder habe auch eben die Bücher, die ich dann parallel gelesen habe, da auch immer geschaut, wie machen die das denn, und in auch Romane geschaut oder auch in andere Sachbücher hineingeschaut und so, und mich da so ein bisschen davon leiten lassen, was da eben anders ist auch als im Blog. Und habe es mir aber auch bewusst angeschaut. Also mir war schon klar, dass es anders ist. Und dann war das auch da wieder mit so vielen Dingen so ein Herantasten, ne? So ein selbst ausprobieren und nochmal lesen und schon mal jemandem zeigen und um einfach da selbst sicherer zu werden beim Schreiben. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, du hast mit einem Verlag gearbeitet. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit dem Verlag so gestaltet? Also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass der Verlag mich angesprochen hat, weil ich bin jemand, der sehr gerne mit Profis arbeitet. Ja? Und da ich von Büchern, außer dass ich sie verschlinge, seitdem ich lesen kann, keine Ahnung habe, war ich sehr froh, einen Verlag an meiner Seite zu haben, den ich ja auch bis heute, ne, jetzt auch, wo es um das Verkaufen geht, um das Marketing geht, jederzeit fragen kann, ne, wo die Profis eben sitzen. Ich glaube, ich habe mehr gefragt als andere Fragen, hatte ich so den Eindruck. Ja, kann das ehrlich gesagt auch nur empfehlen, weil so ein Buch zu schreiben und dann natürlich auch zu vermarkten, ist auch eine riesig große Nummer, ne? Also es ist gut, dass man das heutzutage auch selbst machen kann, weil durch die Möglichkeit des Selbstverlegens kommen auch viele, viele gute Bücher in die Welt. Und leider scheitern aber viele auch dann tatsächlich am Thema Marketing. Ne? Nun beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren mit Marketing auch, aber in ganz anderen Bereichen. Ja? Ich habe nie Bücher vermarktet, und das ist eben auch eine eigene Disziplin. Ne? Und der Vertrieb ist eine eigene Disziplin und die ganze Kommunikation, die dann da ringsherum aufgestellt wird und so. Also ich freue mich darüber, so einen Partner aus der Branche, einfach der die Spezialisten aus allen Disziplinen hat, an meiner Seite zu haben. Also ich finde das ganz toll. Jetzt ist das Baby ja schon ein paar Wochen geboren. Wie geht's dir denn jetzt damit mit der Veröffentlichung? Warst du kurz vorher ganz aufgeregt oder hast du Angst gehabt vor den Reaktionen? Hast du dich darauf gefreut, dass es jetzt in die Welt kommt und wie Menschen das bewerten? Und ja, wie gehst du denn jetzt mit den Ärztenrezensionen um? Also es war, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gezeigt haben, also es ist total aufregend, und es war auch sehr, sehr spannend für mich, das auszupacken, als dann die ersten Exemplare hier ankamen. Und ja, das Herz klopft, ne? Man ist so... das erste große Werk, das Buchbaby, ist da, und ja, man weiß nicht, wie es ankommt, man weiß nicht, wie es angenommen wird, auch wenn Verlag und Lektoren sagen, ja, das ist gut und das ist super, ist es dann eben doch was anderes, wenn es dann ganz draußen ist und das lesen fremde Menschen, ne? Das ist so, also ich bin das natürlich durch das Online-Magazin ein bisschen gewohnt, auch zum einen gar nicht zu wissen, wer das alles liest, und dann auch nicht zu wissen, wie sie das so finden, was ich schreibe. Aber also die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, die Rezensionen, die bislang da sind, sind ganz, ganz toll. Die sind ganz begeistert. Die freuen sich, dass jemand das Thema anpackt. Also in den letzten Jahren, so in den letzten 2, 3 Jahren sind ja einige Bücher zum Thema erschienen. Also gut, dass es so ist, ne, dass dieses Tabu immer weiter wirklich aufgebrochen wird. Also das ist mir ja seit vielen Jahren auch ein Anliegen, weil ich einfach merke, es geht uns viel, viel besser, wenn wir darüber reden. Ja? Und ja, es ist schön, es ist einfach toll. Ne? Ein Stück weit bin ich natürlich auch stolz, das geschafft zu haben. Und freue mich auf jede Rückmeldung, die ich bekomme. Wo kriegt man es denn? Überall. Also in jeder Buchhandlung kann es bestellt werden, in jeder
Online-Buchhandlungen, jedem Online-Shop, in den kleinen wie auch in den großen. Also man findet es eigentlich überall. Sehr schön. Und ich glaube, du freust dich über noch mehr Feedback, oder? Ja, natürlich, natürlich. Also gerne auch über Rezensionen. Ne? So Rezensionen sind ja das, was man als Leser zurückgeben kann. Ne? Wenn man ein Buch gelesen hat und gut fand, so wie ein Kommentar unter einem Blogartikel, ist es eine Rezension bei einem Buch. Und jede Rezension hilft natürlich auch, das Buch weiter zu vermarkten. Ne? Weil wir wissen das alle, das Internet funktioniert so, dass wenn etwas für gut befunden wird und viel angeschaut und gelesen wird, dass es dann auch immer mehr, dass die Algorithmen das immer mehr ausspielen und dass immer mehr Menschen eben gezeigt wird. Gela, vielen Dank. Das war ein wunderschönes Gespräch, in dem zumindest ich sehr viel gelernt habe, nicht nur über Moni. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt ganz heiß drauf sind, Crazy Sexy Wechseljahre bald auch in den Händen zu halten. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir allen am heutigen Welttag des Buches eifriges und inspirierendes Lesen. Ja, ich sage auch also erstmal dir vielen lieben Dank, Heike, dass du mich ausgefragt hast über mein Buch, über die Crazy Sexy Wechseljahre. Ja, und danke euch fürs Zuschauen und genau, viel Spaß beim Lesen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.